Mein Name ist Dietmar Puhs, ich bin der beratende Steuerberater. Tipp des Monats ist, wie kann ich Lohnsteuern sparen? Das Gesetz hat tatsächlich Möglichkeiten eröffnet, dass private Ausgaben zu 100% von der Steuer abgesetzt werden können. Der Klassiker ist die betriebliche Altersvorsorge, hinlänglich diskutiert. Das heißt, der Arbeitgeber führt unmittelbar die Zahlungen für die Altersvorsorge ab. Und das wird nicht erst ausgezahlt an den Arbeitnehmer. Das ist der Klassiker. Das Warengutscheine heißt, Sie haben ein Stück Papier in der Hand, um einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen. Also Sie können einen Warengutschein bekommen für 20 Liter Benzin. Sie können einen Warengutschein bekommen für 1 Euro Zuschuss bei gewissen Essensausgaben. Rein theoretisch auch denkbar, Sie können einen Warengutschein bekommen für ein Brot bei Bäcker Schmidt. Das, was einige wissen, vielleicht nicht alle wissen, ist das Thema Kindergartenbeiträge. Kindergartenbeiträge müssen alle zahlen, die Kinder haben und die ihre Kinder in den Kindergarten schicken. Und die Kindergartenbeiträge sind einkommensabhängig. In Höhe der Kindergartenbeiträge ist man aber in der Lage, die steuerfrei und sozialversicherungsfrei auszuzahlen, was dann schon mal eine enorme Ersparnis sein kann. Der Vorteil ist, Sie zahlen es aus Ihrem Bruttolohn, heißt ohne Lohnsteuer, also vor Abzug der Lohnsteuer. Das heißt aber auch in der Tat, Sie zahlen weniger Sozialversicherungsbeiträge, sprich im ersten Zug, Sie sparen die Krankenkasse. Da freuen wir uns alle noch drüber, weil wir dennoch die gleiche Leistung erhalten. Bei der Pflegeversicherung, da freuen wir uns auch noch alle. Bei der Arbeitslosenversicherung freuen wir uns auch noch alle, aber in der Tat bei der Rentenversicherung kehrt sich die Medaille um. Das heißt, Sie zahlen weniger Beiträge in die Rentenversicherung ein, also kriegen Sie auch entsprechend später weniger Rente. Aber so ehrlich muss man an der Stelle auch sein, wenn Sie heute 5 Euro weniger Rentenbeiträge bei der BFA einzahlen, das wirkt sich nicht eklatant auf Ihre Rente aus. Also letztendlich ist die betriebliche Altersvorsorge das optimale Instrument, um die Altersvorsorge steueroptimiert zu machen und an der Stelle auch zu maximieren. Weil alle privaten Altersvorsorgen, die wir abschließen können, eine bessere Renditeerwartung haben und sicherer sind als das, was Vaterstaat uns sichert, uns zugesteht. Wir können davon ausgehen, dass wir im Alter, also sprich wenn die Generationen, die heute zwischen 35 und 45 ist, die muss sich darauf einstellen, dass sie im Alter nur noch eine Grundversorgung bekommt und wir sind gezwungen, alle mehr zu machen. Also in der Tat ist dann die Umwandlung des Bruttolohns eine perfekte Lösung. Jeder Arbeitnehmer ist doch für sich gut beraten zu fragen, wie kann ich meine Steuer optimieren? Wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, Chef, mein Kind kommt in den Kindergarten, ich muss da 20 Euro im Monat für zahlen. Im Gegenteil, ich muss ja noch weitaus mehr zahlen für den Kindergarten. Hast du ein Problem damit, wenn wir statt der steuerpflichtigen Auszahlung eine steuerfreie Auszahlung machen? Dann muss der Chef gerade mal eine Lohnart in der Lohnabrechnung ändern. Mehr passiert nicht. Das ist kein großer Verwaltungsaufwand. Das tut keinem weh. Im Gegenteil, er würde sogar an der Stelle sogar noch mit davon partizipieren, weil er die Arbeitgeberbeiträge an den Sozialversicherungen spart. So gesehen ist es eine Win-Win-Situation. Eigentlich bleibt nur noch zu sagen, dass jeder Arbeitnehmer sich selber einmal seine Lohnabrechnung angucken sollte und sich fragen kann, was kann ich daran optimieren? Dankeschön.